Draußen streunt allein der Kater. Komm mal. Denn die Leute sind im Theater. Punkt. Freuen sich hier auf ihrem Sitz, auf des Wilhelm Busches Witz. Ausrufezeichen. Mitgeschrieben. Weiterschreiben. Mancher hockt auf seinem Stuhle, wie mit ihm die halbe Schule. Andere gehen ins Theater mit der Mutter oder dem Vater, mit dem Enkel, Oma, Opa, denn heute spielt die kleine Oper. Gedankenstrich. Doch egal, wie es bei euch sei, Hauptsache ihr seid dabei. Max und Moritz heißt das Ding, welches hier schon fast anfing. Doch zuvor und außerdem sollt ihr Folgendes vernehmen. Ehe wir nun das Spiel beginnen, sollt ihr euch darauf besinnen, dass man weder isst noch trinkt, noch von seinem Sitz aufspringt, auch nicht in den Stuhl reinpust. Oder seinen Nachbarn schubst. Und auch nicht telefoniert. Gedankenstrich. Ruhe! Sondern schaut, was jetzt passiert. Drum, Cola weg und Handys aus. Nur wer muss, geht bitte raus. Doch dass keine Zeit verrinne. Vorhang auf, das Spiel beginne! Ruhe!
Tätigkeit. Dazu ist man nie bereit. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Das war schon ein schönes Ding, wie es mit Max und Moritz ging. Drum habe ich, was sie getrieben, gewissenhaft hier aufgeschrieben. Sie ist Not in die Höhe.
sie heraus. Läppchen. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ja. Sauerkohle, eine Portion uns holen.
wofür sie besonders schwärmt, wenn sie wieder aufgewärmt. Mein lieber Läppel, ich lade Sie ein. Du Sauerkraut und Hühnerbein. Wie fein! Ja! Sauerkraut, Hühnerbein, Sauerkraut mit Hühnerbein. Sauerkraut, Hühnerbein, liebe Läppel, ich lade Sie ein. Sauerkraut, Hühnerbein, Sauerkraut mit Hühnerbein. Sauerkraut, Hühnerbein, liebste Leppel, Sie schlagen es nicht weit. Endlich ist die Beute weg. Mensch, die Beute, die kriegt einen Schreck. Schau, ich habe mit Vorbedacht diese Angel hier gemacht. Und ein Huhn wird nach dem anderen gleich mal den Kamin hochwandern! Schöpfung, den Wupp, Kamin von Hosen, das erste Kuchen aufgehoben. Schöpfung, den Wupp, jetzt Nummer 2. Schöpfung, den Wupp, jetzt Nummer 3. Thank you.
nun ist mein Lebenszweck. Meine Hosen und Kleider sind Böter, alt und jung im Märzenland. Ich bin der beste Schneider weit und breit und außerdem bin ich gescheit. Drum will ich Bürgermeister sein, ja, das wäre schön, das wäre fein. Jeder Mann im Dorf kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese kleinen Sachen vermag der Meister bestens zu machen. Der Attacke oder wäre was zu finden. Abzuschneiden, oh, anzustücken oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose. Na, wie und wo und was es sei, vorne, hinten, einerlei, alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum hat jeder in der Gemeinde diesen Herrn gern zu freuen. Ja, darum will ich euer Bürgermeister sein. Ja, das wäre schön, das wäre fein. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machen. Max, schau nur, vor des Meisters Hause geht ein Wasser mit Gebrause. Übrigens, was soll wohl drin stehen? Und darüber geht ein Weg. Hast du die Säge mitgebracht? Ja, klar. Was hast denn du gedacht? Also gut, du lockst ihn auf die Brücke. Noch zuvor sägst du eine Lücke, dann läufst du wieder hin zum Haus und holst den alten Böcker raus. Na? Komm. Ja. Morgen. Lass es nicht mehr sein. Du wirst einfach absetzen. Ich soll hier die Arbeit machen und alles, was du tust, ist lachen. Ich mach gerne alles mit, doch dieser Vorschlag ist der Hit. Okay, okay. Ups. Dann machen wir es zu zweit. Also los. Ich bin soweit. Wartet nur, ich bringe Schnelle über mein.
meines Hauses Welle. Hör ich wieder mir zum Schreck so ein böses Meck, 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 ein bitterböses Meck, Meck, Meck.
habe ich bedacht und eine Aufgabe gemacht, welche es gilt für euch zu lösen. Statt ihr einfach rumzudösen! Max, wie lautet der Beschluss? Nix. Moritz? Dass der Mensch nix lernen muss. Richtig! Falsch! Dass der Mensch was lernen muss! Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nein, das Lernen und das Streben führt zu einem besseren Leben. Wie das mancher schon bewies, welcher Goethe, Schiller, Einstein hieß. Ruhe! Diese sind uns doch Beweis, dass ohne Fleiß kein Fleiß. So muss Wissen also sein und den kleinen Köpfe halt. Aber wie ich bereits sagte, nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Singen! Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Was ist das für ein Klang? Der passt nicht zu dem Gesang. Oder ist mir nicht ganz wohl nach dem vielen Sauerkohl? Oh! Ein Furzkissen! Wer mag das gewesen sein? Na, fällt euch was dazu ein? Raus, ihr zwei aus dem Verstecke! Max und Moritz in die Ecke! Ecke! Nicht allein schreiben, lesen, übt sich ein vernünftig Wesen. Max! Wozu bist du wohl hier? Sprich und wiederhole es mir. Ja, das Lesen und das Schreiben, das sollte unterbleiben. Oh, du bist ja zu nichts Nütze. Hast in deinem Kopf nur Grütze. Moritz, hast du es vernommen, was wir gerade durchgenommen haben? Ja, im Schreiben und im Lesen übt sich nur ein blödes Wesen. Ja. Her zu mir mit euren Stühlen. Hier bei mir sollt ihr gleich fühlen, was es heißt, nicht zuzuhören und den Unterricht zu stören. Yeah.
bedeutet Schule aus! Und wir beide, wir gehen nach Haus! Auf Wiedersehen, Kinder! Auf Wiedersehen! Mensch, war der Lämpel Barsch! Ja, die Füße in meinem Armen Po. Fällt dir zudem nichts ein? Der muss doch rein zulegen sein. Du? Hä? Der Lämpel raucht auch Pfeife? Kann es sein, dass ich begreife? Ihr geht einfach zu ihm nach Haus und staffieren die Pfeife aus! Wenn die Pfeife nicht zu brauchen.
Mit der Zeit wird alles heil. Nur die Pfeife hat ihr Teil. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause.